Hi und willkommen bei mir, Lurchen Nummer 1 und willkommen im Jahr 2017. Ich hoffe, ihr hattet alle einen guten Rutsch und ich würde euch gerne in diesem Video zeigen, dass der aktuelle Money Glitch immer noch funktioniert und ich sehr viele Kommentare in meinem Video gelesen habe, dass ihr euch das sehr schwer tut und deswegen habe ich mich entschlossen, ich zeige euch jetzt nochmal, dass dieser Glitch weiterhin funktioniert, auch wenn vielleicht mal die Vorzeichen etwas anders stehen in dem Glitch und so weiter und so fort. Aber fangen wir mal damit an, dass ihr einen Kollegen braucht und mit eurem Auto erstmal vor euer Gebäude fahrt und euer Kollege geht nun in einen Story oder wählt nun einen Story-Charakter aus. Das sieht nämlich genau so aus. Das macht euer Kollege und in diesem Bildschirm muss euer Kollege drin bleiben. Hat er diesen Zustand erreicht, könnt ihr zurück in eure Garage fahren. Ich nehme jetzt hier die Firmengarage 1. In der Firmengarage müssen mindestens 10 oder 20 LEGs ungetunt und ein voll aufgetuntes Fahrzeug stehen. Aber das zeige ich euch gleich nochmal alles. Zumindest wenn ihr das jetzt mal so habt, dass euer Kollege in dieser Meldung drin war, passiert nämlich Folgendes. Euer Kollege rutscht nun auf die Fahrerseite rüber und in manchen Fällen, so wie bei mir, steigt er auch aus. Aber das ist genau so gewollt. Euer Kollege befindet sich jetzt immer noch in diesem Blackscreen, wo er bestätigen muss, ob er einen Story-Charakter auswählen möchte oder nicht. Nun geht ihr her und geht in den blauen Kreis und stellt euch ein Fahrzeug, so wie in meinem Beispiel, auf Platz 6. Ein voll getuntes Fahrzeug. Euren Kollegen stellt ihr auf Platz 3 und zwischen euch oder zwischen dem Kollegen und dem aufgetunten Fahrzeug stellt ihr zwei nicht getunte Fahrzeuge, zumindest dass ein nicht getuntes auf Platz 5 steht. So wie mein Pfeil jetzt gerade das Ganze markiert, dort müsst ihr nun das getunte Fahrzeug platzieren und euer Kollege, wie in meinem Beispiel jetzt hier gezeigt, befindet sich auf Platz 3. Sollte dies nicht der Fall sein, müsst ihr das Ganze nochmal wiederholen. Euer Kollege sollte auf Platz 3 sich befinden, damit der Glitch reibungsfrei und einfach funktioniert. Habt ihr die Vorzeichen jetzt alle in eurer Garage genauso gestellt, wie ich jetzt hier es euch gezeigt habe, so holt ihr jetzt am blauen Kreis ein wenig Anlauf und drückt ganz schnell die Steuerkreuztaste nach rechts. Das hat zur Folge, wie ihr hier in meinem Beispiel seht, dass ich sehr nah an meinem Fahrzeug stehe. Und nun geht ihr wie folgt her, wie in meinem vorherigen Video schon gezeigt. Ihr setzt von Platz 3 auf Platz 4 das nicht getunte und von 4 auf 5 auf das getunte Fahrzeug und dann steigt ihr ganz schnell ein. Und wie ihr jetzt in meinem Beispiel sehen könnt, fahrt ihr nun, wenn ihr gespammt habt, mit Steuerkreuz nach rechts in eure Garage und wählt ganz schnell eine Ausbaustufe aus. Habt ihr das gemacht? Hat die Duplikation funktioniert? Ihr habt jetzt gesehen, ich habe das Ganze jetzt mal in Slow Motion laufen gelassen. Lasst euch da nicht irritieren, das eigentlich müsst ihr da sehr, sehr schnell sein. Deswegen zeige ich euch das Ganze jetzt nochmal im normalen Run, wie das Ganze eigentlich funktioniert oder wie schnell ihr dort eigentlich sein müsst. Also fangen wir nochmal von vorne an. Erstmal stellen wir die Vorzeichen wieder so, wie sie waren, und zwar, dass neben eurem getunten ein nicht getuntes Fahrzeug steht. Dann holen wir wieder etwas Schwung und gehen in den blauen Kreis mit Steuerkreuz nach rechts. Wer will, kann natürlich auch an dem getunten Fahrzeug die Fahrertüre bereits jetzt schon öffnen, dann habt ihr vielleicht die ein oder andere Sekunde noch dazu gewonnen, aber das muss man nicht unbedingt. Zumindest geht ihr jetzt wieder her, so wie ich, dann setzt ihr von 3 auf 4, von 5 auf 6 und jetzt rennt ihr zu eurem Fahrzeug, steigt ganz schnell ein und spammt Steuerkreuz nach rechts und in der Garage angekommen, in der Tuning-Werkstatt, geht ihr her und kauft euch jetzt nun ganz schnell eine andere Panzerung für das Fahrzeug. Bams und zack, ihr seht, genau das ist euer Zeitfenster, um den Money Glitch in Wirklichkeit zu machen, ohne Zeitlupe. Den Glitch habe ich schon mal hochgeladen, aber viele haben geschrieben, er wäre gepatcht worden, das ist er aber nicht.
denn mein Video habe ich jetzt hier zum 2. Januar aufgenommen und ihr seht, er funktioniert immer noch prächtig und euer Kollege, ob er nun im Fahrzeug sitzt oder nicht, das ist egal, das hat keine Auswirkungen auf den Money Glitch, es funktioniert trotzdem. Und jetzt zeige ich euch, wenn ihr die Duplikation gemacht habt, wie viel dieses Fahrzeug im Ganzen euch in die Tasche wirtschaftet. So, wir fahren jetzt einmal zu Customs und dann zeige ich euch den Wert des duplizierten Fahrzeuges. Und bei mir ist der Wert roundabout 950.000 GTA-Dollar. Dieser Wert kann je nach Tuning auch variieren. Das heißt, auch dieses Fahrzeug kann auch mal beim richtigen Tuning bis zu 1 Million GTA-Dollar bringen. Also ein Bomb-Money-Glitch. Das heißt, ihr könnt in kürzester Zeit in GTA Millionär sein und euch alles kaufen, wovon ihr träumt. Das war der Money-Glitch. Ich bitte um ein Like, wenn ihr das erste Mal bei mir wart. Abonniert mich, ich bin raus, euer Lurche Nummer 1, macht's gut, bye. Was a group hugs out of the question?